Diese eine Karte zerstört die Yu-Gi-Oh! Master Duel Meta. Ich rede nicht von Rongo Miniat und ich rede nicht von Skill Drain und ich rede auch nicht von Magi Waage. Ich rede von Max C. Das soll hier heute mal ein Diskussionsvideo sein. Das heißt, wenn du eine Meinung hast zu dem Thema Max C, TCG, OCG oder Yu-Gi-Oh! Master Duel, vollkommen egal, lass mir auf jeden Fall deine Meinung in den Kommentaren da. Dann gibt's noch schnell einen Like und Subscribe und dann geht's auch direkt los. Max C ist meiner Meinung nach der größte Spielverderber in Yu-Gi-Oh! Master Duel und ich habe mal eine Grafik vorbereitet, die das veranschaulicht. Hier seht ihr die Pyramide, die dir zeigt, welche Aspekte sind wichtig und welche Aspekte sind überhaupt nicht wichtig, ob du gewinnst oder verlierst in Yu-Gi-Oh! Master Duel. Ganz oben, also der kleinste Teil der Pyramide, da steht das, was am wenigsten ausschlaggebend ist, ob du gewinnst oder verlierst. Und meiner Meinung nach ist das in Yu-Gi-Oh! Master Duel dein Skill. Klingt jetzt natürlich ein bisschen blasphemisch, aber natürlich über eine lange Strecke an Duellen macht sich dein Skill natürlich schon bemerkbar und du wirst dann irgendwann einfach durch Wahrscheinlichkeitsrechnung weiter oben landen als Spieler mit wenig Skill. Aber wenn wir uns ein einziges Duell anschauen, dann gibt es einfach so viele andere Aspekte, die viel gewichtiger sind als dein Skill. Wenn aber alles andere gleich ist, also das Glück beim Ziehen der Karten oder das Deck, was du gegen deinen Gegner spielst, dann wird der Skill natürlich immer relevanter. Möchtest du in dem Video dabei sein? Dann eine Stufe darunter haben wir hier dein Deck. Ein schlechterer Spieler wird es mit einem Top-Meta-Deck auch zu Diamant schaffen, da sind wir uns alle, glaube ich, einig. Und ein richtig guter Spieler wird es auch mit einem Tier 2, 3 oder Rogue-Deck auch in Diamant schaffen. Aber wenn der Skill von beiden Spielern gleich ist, aber der eine benutzt das bessere Deck, ist hier natürlich ein klarer Vorteil. Der nächstgrößere Aspekt meiner Meinung nach ist der Münzwurf. Es ist leider unbestritten in Yu-Gi-Oh! Master Duel Best of One Format. Es ist ja nur ein Duell. Der Münzwurf ist einfach extrem entscheidend, weil Going First so krass overpowered ist. Da kannst du das bessere Deck spielen, da kannst du mehr Skill haben. Wenn du einfach als Zweiter dran bist und dann nicht so lucky bist und nicht deine Handtraps siehst, die du brauchst, dann hat der Bree, der First geht, einfach schon mal die Chance, ein komplettes Board aufzubauen. Und jetzt sind wir ganz unten angelangt auf der Pyramide, die euch sagt, ob ihr gewinnen werdet oder nicht. Und es ist natürlich Max C. In Yu-Gi-Oh! Master Duel spielen wir nämlich zwei Spiele. Wir spielen das eigentliche Duell und wir spielen ganz am Anfang das Max C Minigame. Du kannst noch so viel Skill haben, du kannst das beste Deck haben, du kannst beim Münzwurf gewinnen, du ziehst einfach die besten Karten. Alles steht in deinen Sternen für deinen Sieg. Aber der Gegner droppt direkt in der Standby Max C und du kannst es nicht negieren. Tja. Entweder ist dann dein Spielzug vorbei oder du lässt den Gegner 20 Karten ziehen und er dribbelt dich dann einfach im Turn 2. Und deswegen ist Max C meiner Meinung nach halt auch komplett unfair. Stellt euch mal das Szenario vor, ein Spieler mit einem geringeren Skill-Level, mit einem schlechteren Deck, verliert den Münzwurf, also hat auf dieser Pyramide alle Dinge verschissen und sollte eigentlich safe verlieren. Droppt aber Max C und gewinnt einfach allein dadurch das Spiel. In welchem Universum ist das fair und in welchem anderen Game gibt es so eine richtig Hardcore-Trumpfkarte? Die meisten Yu-Gi-Oh! Spieler, würde ich sagen, sind gegen Max C. Also die wollen, dass diese Karte gebannt wird. Im TCG ist es ja auch schon lange gebannt. Aber dann gibt es natürlich immer die Leute, die für Max C sind. Und ich habe mal die drei besten Argumente gesammelt und würde die hier mal mit euch diskutieren. Pro-Argument Nummer 1, es stoppt Combo-Decks. Ja, das Argument ist de facto richtig, ja. Aber es stoppt auch dein Fun-Deck, dein Rogue-Deck und dein Meme-Deck. Es stoppt alle Decks. Gut, das Einzige, was davon nicht gestoppt wird, ist vielleicht Eldritch. Pro-Argument Nummer 2, es hilft schlechteren Decks, gegen die Meta-Decks anzukommen. Da habe ich ein kurzes Replay für euch vorbereitet, um einfach mal zu zeigen, wie das nicht wirklich stimmt. Bruh.
Max C ist einfach so eine game-breaking starke Karte, dass alle verpflichtet sind, sie zu spielen. Das Argument also, dass die schlechteren Decks Max C benutzen können, um die besseren Decks zu stoppen, stimmt dann nicht ganz, weil die besseren Decks benutzen ja auch Max C, um die schlechteren Decks noch härter zu nutzen. Wir haben es im Replay gesehen. Du verlierst den Münzwurf mit deinem schlechteren Deck vielleicht. Der Gegner aktiviert Sprite Starter, macht seine volle Sprite-Kombo oder Sword-Sword-Kombo oder was auch immer gerade das neueste Meta-Deck ist, gibt an dich ab, hat sein volles Board aufgebaut. Du möchtest mit deinem Fun-Deck, mit deinem schlechteren Deck losstarten und in der Standby er droppt direkt Max C noch dazu on top. Und da frag ich mich dann für alle die Leute, die pro Max C sind, sitzt du dann da und denkst dir, schon uncool, aber wir hatten ja beide eine ca. 30%ige Chance Max C auf der Starthand zu sehen, deswegen ist das komplett fair. Hast du Stockholm-Syndrom? Ist alles okay bei dir? Und pro Argument Nummer 3, dass Max C okay ist, es gibt Konter gegen Max C. Also hier auch wieder das Pro-Argument. Es ist de facto richtig. Ja, es gibt Konter. Sehr gut erkannt. Du kannst Ash Blossom zum Beispiel spielen. Das wird noch in einem Großteil der Decks gespielt. Dafür ist in der Regel auch irgendwie Platz, ja. Dann gehen wir weiter. Da gibt es vom Grab gerufen, was du spielen kannst. Das werden ganz viele Decks auch noch spielen können. Aber umso mimiger dein Deck wird, desto weniger Platz ist hier für so eine Karten. Das heißt, hier schränkt schon mal die Wahrscheinlichkeit, dass schlechtere Decks diese Karte im Deck haben, schon mal ein bisschen. Und dann gibt es potenziell noch sowas wie Aliga der Auslöschung. Aber hier, dass Decks Platz haben für diese Karte, wird halt nochmal kleiner. Gerade Fun-Decks und Rogue-Decks haben dann immer weniger Platz natürlich für diese Max-C-Konterkarten. Und der Knaller kommt ja erst. Dieses Pro-Argument ist in sich schon mal komplett falsch, weil gerade die Top-Meta-Decks haben mehr Platz für diese Konter als diese schlechteren Decks. Das heißt, umso besser dein Deck ist, umso mehr Non-Engine-Platz du in deinem Deck hast, desto mehr profitiert dein Deck von Max C. In Yu-Gi-Oh! Werden ja die Decks immer stärker und ich meine, in meinem aktuellen Sprite-Deck habe ich sogar Platz für 4 Max C Konterkarten. Also es wird so wild, dass du die Konterkarten gegen Max C auskonterst, damit Max C durchgeht. Und hier wird nochmal ganz klar sichtbar, wie ultra wichtig das Max C Minigame ist zu gewinnen. Und ich glaube, in dieser Debatte ist auch sehr wichtig anzuschauen den historischen Kontext von Max C. Denn der Release war im Februar 2011. Klar gab es da schon Special Summons, aber noch nicht so krass wie heute. Ich meine, im Metagame damals war Bryonic, glaube ich, die stärkste Karte, die du machen konntest. Ein Level 6 Synchro, so okay, Digga. Und wenn du in 2011 Max C wurdest und einfach deinen Zug beendest, war das okay, du bist nicht direkt gestorben. Und wenn du weitergekombot hast, waren das vielleicht 2, vielleicht 3 Special Summons oder so. Und dann konntest du auch ganz gut stoppen und hattest ein okay Board für damalige Verhältnisse. Witzigerweise hat Max C nämlich nicht direkt Play gesehen, als die Karte released worden ist, weil das damals einfach nicht so krass war. Aber umso weiter wir in Yu-Gi-Oh! Und dem Power Creep voranschreiten, umso mehr Wege zum Special Summon bekommen wir und desto krasser wird Max C. Und meiner Meinung nach 12 Jahren Power Creep in Yu-Gi-Oh! Hat Max C einfach keinen Platz mehr in unserem heutigen Format. Alte Karten, die nicht once per turn sind, sind ja mittlerweile auch zu einer Vielzahl bereits gebannt. Und diese ganze Max-C-Problematik, finde ich, spitzt sich dann in Yu-Gi-Oh! Master Duel auch noch richtig krass zu, weil in einem Best of 3, wo das Glück sich so ein bisschen abwiegt mit Wahrscheinlichkeitsrechnung, da ist die Wahrscheinlichkeit da in einem Best of 3, dass beide Spieler mal Max-C auf der Starthand hatten. Deine Chance ist irgendwie, ich glaube, knapp 30%, dass du sie auf der Starthand siehst bei einem 40-Karten-Deck und 5 Karten. Da können beide das mal haben. Kann mal passieren. Aber in Yu-Gi-Oh! Master Duel Best of One, da sitzt du nicht da und denkst dir, ah ja, ich hatte eine 30% Chance, Max C zu haben. Nee, du bist immer total frustriert, dass der Gegner Max C droppt und einfach komplett deine Eigenhandlung aus der Hand gegeben wird. Du kannst dann nichts mehr machen. In Yu-Gi-Oh! Master Duel macht mir Second Gen tatsächlich auch noch relativ Spaß. Also zum Beispiel mit meinem Pendel Magicians, da würden alle direkt denken, ja, das ist ein Going First Combo Deck. Ist ja auch so. Aber das ist auch ein richtig geiles Deck, um Board zu breaken. Und mir macht das halt Spaß, weil ich sehe dann das gegnerische Board mit Negates und so halt als Schloss an. Und dieses Schloss muss ich halt einfach versuchen zu erobern. Von links kommt mal ein Katapult,
bam, drumrum gespielt. Von oben der Pfeilhagel, okay, eine Karte negiert, egal, ich hab Plan B. Und am Ende wird dieses Schloss erobert, aber wenn Max C droppt, das fühlt sich immer an wie so ein Meteorit, der in meine Armee reinkracht mit einem Kilometer Durchmesser und alles zerstört. Jetzt habe ich lange genug geredet. Was sagst du zu Max C in Yu-Gi-Oh! Master Duel? Ist die Karte in Ordnung? Sollte die Karte gebannt sein? Lass mir auf jeden Fall deine Meinung in den Kommentaren da. Und ich hoffe, das Video war, egal auf welcher Seite der Debatte du stehst, informativ und hat dir gefallen. Und wenn das der Fall war, lass auf jeden Fall jetzt einen Like und Subscribe da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tüdelü!